herzlichen Glückwunsch zur Retro Games Con in Herrenberg. Ich stehe hier mit Mamensen Basti, aka RetroRix, Spider-Maniac und dem Gamefuchs. Und ich habe so eine kleine Aktion am Start. Ich habe hier eine Kiste, eine Wunderkiste mit mehr oder weniger coolen Sachen drin, aber für Umme. Und da darf jeder mal reingreifen. Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Nein! Los geht's! Nichts drin. Also hallo, geschenkt ist geschenkt. Ja, ist schon super, Protektor. Das ist Pal, Mann. Oh. Nein, das ist schon, das ist schön, das gibt einen Ehrenplatz. Viel Spaß. Oh, Leerhülle. Bianca Marx. Ey, komm, das aber ist echt scheiße. Mach nochmal. Mach nochmal. Du hast einen Redeemer-Shirt an, du darfst nochmal. Komm. Ich darf nochmal, okay. Ja? Oh, Multimedia. Oh, ein Lavalier-Mikrofon. Super. Willkommen in der YouTube-Community. Genau, jetzt fange ich bald an, echt. Oh, Jansels Favorite. Wahnsinn. Turbo Trucks für die PS2. Mega, ey. Das ist der Hauptpreis, oder? Hauptpreis, oder? Hauptpreis. Mega. Da schauen wir doch mal, was hier der Reh für mich da drin hat. Irgendwas Paket, das fühlt sich wie Käse. Moment, ich hab's. Oh! Zonk! Ein Zonk! Ah, okay, nochmal, nochmal, nochmal. Leerhülle geht nicht. Da. Eine die drei Fragezeichen Fußballfieberkarte. Nice! So. Das findet ihr leider nicht bei RetroPlace. Sowas haben wir da nicht. Bei RetroPlace haben wir Videospiele. RetroPlace ist das da. Und das ist die gute Plattform, wenn du Videospiele suchst, Sammlung verwalten möchtest, etc. So, ich habe jetzt ausgetauscht und zwar die Freundin von Basti für den Basti, denn er labert gerade. Und wir machen jetzt auch ein bisschen schneller das Ganze, sondern das heißt, jeder, der da reingreift, soll einfach so viel rausziehen mit einer Hand, wie er kann. Jawohl. Hi. Solange es nicht beißt, ne? Nicht gucken, nicht gucken. Du darfst nicht hinschauen, sonst kannst du da raus. Und ganz schnell alles, muss alles schnell. Ja. Was ist das? Was ist das? Wow. Das ist aber gut. Geil. Ja. Die Miniaturmaschine, sehr gut. Und der nächste. Ich trau mich auch. So viel du kannst, einfach. Echt? So viel du kannst, mit einer Hand. Ich bin jetzt grob, ja? Ich hab große Hände. Vorsicht der Karte, oder? Oh, gib. Darf ich? Ja. Okay, es ist Dreifaches Fußballgangsters, ja schön, Folge 63. Es ist ein Gamer. Ja, ist die Kille. Es ist Crash Bandicoot 2. Komplettlösung, auch schön. Und Single. Super. Das ist für mich ein Single. Vielen Dank. Ich habe große Hände. Oh, gib ihm, gib ihm! Da ist nichts mehr drin. Emo Mikrohülle, Scheibe. Ja, schön, schön. Digimon. Digimon. Und drei die drei Fragezeichen. Ziemlich cool. Danke. Bitte. So, nachdem wir jetzt Sachen rausgegeben haben, sind wir an der Reihe, mal was auszupacken. Hier gibt es nämlich bei der Retro Games Con diese Wundertüten für 5 Euro. Und der Basti und ich haben eine kleine Challenge. Erklär mal. Also pass auf, das läuft jetzt folgendermaßen ab, ja? Wir haben beide eine Tüte. Der was das Bessere hat, muss die beiden Tüten bezahlen. Wie gesagt, 5 Euro kostet eine Tüte. Also der Gewinner bekommt das Inhalt von dem anderen. Mal schauen. Oder so. Ja, so, ja. Oder? Ich denke, so ist es besser. So, mal schauen. Also, ab geht's. Lass dir den Vortritt. Gleichzeitig. Okay, warte. 3, 2, 1. Oh. Ach komm, Alter. Ja, so geil, ey. Also ein Retro Games Aufkleber und Süßigkeiten. Und bei mir ist es einmal ein Jurassic Park für die PS1 und natürlich auch ein Aufkleber. Ich hätte mal gesagt,
Eine Gummibärtüte lasse ich dir. Danke. Hey. Okay, dann gebe ich dir die Ketten. Also, bitteschön. Danke. Danke und... So, und das war's mit der Retro Games Con hier in Herrenberg. Der Basti und ich haben natürlich noch ein paar Pickups. Die zeigen wir jetzt euch, während wir hier unseren Rundgang machen. Wir fangen an mit diesem Game Boy. Die Geschichte dahinter ist, ein sehr, sehr netter Herr namens Markus ist zu mir hergekommen, hat gemeint so, Ari, dein Kanal, super geil. Ich habe hier was für dich, und hat mir eine fette Tüte hingestreckt. Und dann habe ich mal, ey, pass auf, wenn da was drin ist, was ich für meine Sammlung gebrauchen kann, dann gerne. Ansonsten danke, aber ich will nichts annehmen, was ich nicht gebrauchen kann. Ja, das mache ich nicht mehr. So, dann habe ich reingeschaut, da war das voll mit SNES-Games, Modulen und Pipapo, bestimmt 15 Stück oder so. Und dieser Gameboy. Aber ich habe alles wieder reingelegt und habe gemeint, so, ey, es ist nichts dabei, was ich brauchen kann, aber fetten Dank, Markus, fetten Dank. So, der Basti hat das gesehen und hat gemeint, so, ey, hast du den Gameboy zumindest behalten, den Pocket? Ich so, nee, wieso? Der so, ja, ich suche noch einen, den suche ich schon lange, vielleicht... Gib den dir nochmal und dann geben wir ihm zumindest einen Zehner dafür oder so. Habe ich gemeint, alles klar, ich suche den Markus nochmal. Gemacht, getan. Und der Markus, ich habe es ihm angeboten. Ich so, ey, ist es noch offen? Können wir den Gameboy haben für den Basti? Und er wird dir noch einen Zehner geben dafür. Kommt mal enger. So, und dann hat er gemeint, der hat gemeint, so, ey, hier, nimm ihn einfach. Also. Das ist für den Basti. Danke dir. Mega geil. Sag danke, Markus. Danke, Markus, auch für den Support. Ja. Voll geil. Also, vielen Dank, Markus. So, mein erster Pickup von den Jungs hinter mir, von den Jungs von Verleihnix, Darius 2 für den japanischen Mega Drive. Das ist, soweit ich weiß, auch eine exklusive Geschichte für den japanischen Mega Drive. Ich glaube, auf dem Saturn ist das noch rausgekommen. Ein super geiler Schmapp. Gab's für ein 20. Ja, für ein 20. Super, 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 super Kurs. Danke an die Jungs von Verleihnix. So, dann das erste Pickup vom Basti. Wir haben hier ein Zelda Ocarina of Time. Ziemlich coole Geschichte. Zustand ist echt top. Hat mir noch gefehlt. Ist jetzt nicht super selten, aber ja. Eine richtig geile Geschichte. Habe ich jetzt hier 45 Euro gezahlt. Was heißt ich? Eigentlich meine Freundin. Ist ein Geburtstagsgeschenk. Der ist zwar noch nicht, aber ja, weiß ja, wie das laufen muss. Habe ich hier von Retro Place. Ist natürlich auch wieder eine gute Geschichte, das nochmal zu erwähnen. Ja, danke dafür. Ja, sehr gern. Und ja, mega geil. Cool. Mein nächster Pickup. Ein Sealed MXGP3 für die Switch, und dafür habe ich auch ein 20 hingelegt, war es mir wert. Wie gesagt, das ist noch sealed. Es ist ganz klar, es ist die abgespeckte Version, auf die PS4-Version ist um einiges besser. Aber ich suche es schon länger auf der Switch, ich möchte es einfach auf der Switch zocken unterwegs, und dafür reicht mir die Version dann dicke. Also für ein 20 ein Sealed MXGP3, ja, schönes, super schönes Motocross-Spiel. So. Du bist doch mal dran. Oh Gott. So. Nächstes Pickup. Mega geil auf jeden Fall auch. Habe ich schon ein bisschen länger gesucht. Jet Force Gemini in OVP für den N64. 20 Euro. Richtig geile Geschichte. Genauso wie ein Donkey Kong 64 in der Edition mit dem Expansion Pack. Ist auf jeden Fall auch mega geile Geschichte. 55 Euro hätte das hier gekostet. Habe ich getauscht gegen zwei Super Nintendo Games in OVP. Das war einmal Super Mario All-Stars und ich glaube Super Mario World 2. Auf jeden Fall. Habe ich getauscht. Super geil. Auch von Retro Place. War ich heute irgendwie Stammkunde. Ich weiß auch nicht. Aber ja, heute auf jeden Fall mal ein paar N64 Games. Super nice. Und mein letztes Pickup vom Zustands-Robert. Wie kann ich denn auf eine Börse gehen und nicht zum Zustand-Robert mitnehmen? Ein NTSC Super Smash T
FPV. Ich habe das Modul lose zu Hause, aber hier war es komplett in Top-Zustand. Komplett da, das Poster ist drin. Es ist absolut ungespielt. Ich weiß nicht, wie der Robert das macht, aber es ist einfach nur krass. Und 50 hat er draufstehen gehabt, für 30 hat er es mir gegeben. Das ist mega geil, denn der Bernhard von dem Collector Couple hat wie viel bezahlt für sein nicht so gut in zustandiges Smash TV? 35. Aber dafür Kuschelmuschel. Besuch die Kuschelmuschelläden bei Hanau. Ja, kostenlose Werbung beim Re. Apropos kostenlose Werbung auf meinem Channel. Kommt doch nächste Woche am Samstag zur Retrobörse nach Bonn. Ja, besucht die Retrobörse in Bonn. Ich werde nicht da sein können, aber ich bin mir sicher, es wird genauso geil wie hier. Ja, schaut euch das an. Mega geil. Ja. Retro Games Con in Bonn. Rennt sich sogar. Also, ja. Börse war cool. Auf jeden Fall. Ja, was sagst du? Es war deine erste Börse? Coole Leute kennengelernt. Super Location. Hat ja auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Yes. Danke nochmal an die Jasmin, an den Bernd, die Veranstalter. Hat richtig Spaß gemacht wieder. Dafür haben sich die 250 Kilometer mal wieder gelohnt. Und ja, auch an alle, die da waren, die mitgemacht haben und so. Super schöner Tag wieder gehabt. Schön zum Abschalten und ja, ein bisschen den Alltag vergessen. Also Leute, dann melde ich mich mal ab. Stay safe, passt auf euch auf. Euer Rie. Sprr. Ciao. Tschüss.